Willkommen zu diesem ersten Video in dieser ganzen Serie, wo es um das Marketing-Cockpit für KMUs geht. Wir möchten hier mal einen ersten Einblick gewinnen, um was geht es denn genau überhaupt, wenn wir von Marketing für KMUs sprechen. Was kann da dazugehören? Und jetzt sind wir natürlich von Marketing Autopilot spezialisiert auf digitales Marketing oder Online-Marketing, wie man auch so schön sagt, nur das werden wir jetzt dann gleich sehen. Es geht eben nicht darum, dass wir sagen, wir machen nur noch das oder wir machen nur noch dieses und wir machen nur so, sondern das gehört ja alles zusammen. Das ist ein Zusammenspiel. Und deshalb habe ich für mich dieses Online-Marketing-Cockpit oder das Marketing-Cockpit für KMUs entwickelt und möchte das jetzt in diesem Video einfach mal vorstellen. Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir am Ende neue Kunden gewinnen wollen, welche, wie hier grün dargestellt, einen Verkaufsabschluss tätigen, sprich, wo wir eben auch etwas verdienen, wo wir Profit machen, wo wir Geld kriegen. Und das erreichen wir in dem Sinne, wenn wir hier von links nach rechts in dem ganzen Chart arbeiten. Auf der linken Seite haben wir die Lead-Generierung, also Gewinnung von Kontakten, welche hoffentlich irgendwann dann mal einen Verkaufsabschluss tätigen werden. Das können wir analog machen, wie auch digital. Wir gehen das auf das im Detail noch ein. Dann in der Mitte haben wir den großen Teil mit der Marketing-Automatisation. Das spielt von links in diesen mittleren Teil rein. Es spielt aber auch von rechts, beziehungsweise geht nach rechts, kommt wieder zurück mit Datenaustausch, Lead-Scoring. Wir gehen auf das noch im Detail ein, beziehungsweise wir haben Verkaufsabschlüsse, welche dann hoffentlich auch vielleicht ein Feedback oder eine Empfehlung abgeben, was wir wieder nutzen können in diesem mittleren Teil. Steigen wir ein, was ist denn wirklich alles enthalten in diesem Marketing-Cockpit? Auf der einen Seite von links haben wir eben, wie schon gesagt, die Aufgabe, dass wir entsprechend neue Kontakte gewinnen müssen. Wir sagten dem auch im Englischen Leads, welche entsprechend zu uns gefunden haben und vielleicht sich bei uns auf der Webseite gezeigt haben, bei uns irgendwie angekommen sind. Gewinnen können wir die einerseits über analog, also wie bisher, herkömmlich. Ich sage immer, das digitale Marketing ist nur ein weiteres Kommunikationsinstrument im ganzen Marketingmix. Und nicht das ein und alles. Und jetzt machen wir nur noch das. Natürlich hat es einige Vorteile. Es ist messbar, es ist skalierbar, viel, viel einfacher als über das analoge Marketing. Aber auch das war früher möglich und ist auch heute noch möglich. Also wenn ich einen Laden in einer Verkaufsstraße habe, dann brauche ich ein Schaufenster. Wenn ich irgendwie einen Event plane und so, dann kann ein Flyer sehr gut helfen. Ein Inserat oder ein TV-Spot, je nach Größe meiner Unternehmung, kann durchaus auch Traffic oder eben Besucher in meinen Laden, in meine Firma oder zu Bestellungen führen. Das dürfen wir also nicht außer Acht lassen. Auf der anderen Seite, logisch, haben wir natürlich dann das digitale Marketing, wo wir mit Online-Ads, also bezahlte Werbung, über Suchmaschinen, Social-Media-Kanäle, E-Commerce, das ist ein Online-Shop, über einen Blog arbeiten können, wo wir auch Online-Wettbewerbe oder Filme auf YouTube posten und hosten können. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir neue Kontakte gewinnen können. Das ist so der Punkt, um Leads zu generieren. Jetzt hier in der Mitte fehlt noch etwas und das ist in dem Sinn die AIDA-Formel. Die kennt man, wer mit Marketing zu tun gehabt hat, der kennt diese Formel. Attention für das A, E for Interests, D für Desire und A dann wieder für Action. Und hier ist jetzt von rechts nach links AIDA, wäre hier einfach in Deutsch geschrieben, weil sie dann von oben nach unten geht. Das heißt, wir müssen Aufmerksamkeit schaffen. Wir müssen irgendwie die Leute vor unser Schaufenster kriegen, auf unsere Webseite kriegen oder Menschen, welche mir über E-Mail angeschrieben werden können, da brauchen wir zuerst die E-Mail-Adresse. Also wir brauchen irgendwie Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit.
dann können wir diese Kontakte, das Interesse steigern. Wir können dann hingehen und schauen, dass die immer wie mehr von unserer Dienstleistung, von unserem Produkt haben möchten, weil sie sehen, wie sie damit ein Problem lösen können oder wie sie damit etwas Schönes bekommen können. Wir reden hier von Hot Buttons, wird in dieser Serie auch noch Thema sein. Und dann versuchen wir damit natürlich den Wunsch zu wecken, dass diese Person jetzt dieses Problem gelöst haben will, jetzt dieses neue Auto kaufen will, jetzt diesen Grill haben möchte. Und da braucht es dann halt eben die Action oder wie wir im digitalen Marketing auch sagen, den Call to Action, wo jemand dann auch bestellen kann. Und jetzt ist es aber nicht fertig. Früher war das vielleicht ein bisschen schwieriger. Heute mit dem digitalen Marketing geht das sehr einfach und auch sehr, sehr effizient, dass wir eben diese bestehenden Kunden jetzt pflegen können, dass sie vielleicht uns weiterempfehlen, dass sie Zusatzverkäufe tätigen, dass sie zur richtigen Zeit auch wieder angeschrieben werden, wenn eine Wartung ansteht. Alles Punkte, die wir so mit digitalem Marketing sehr gut abarbeiten können. Also, diese AIDA-Formel plus die Pflege kommt hier rein für die Lead-Generierung. Der nächste Teil ist dann der mittlere Teil, die Marketing-Automation, wenn man so sagen will. Wir können auch in der Lead-Generierung sehr viel automatisieren, nur muss das auch immer wieder mit irgendeiner Software, einem Tool abgearbeitet werden. Und da haben wir auch wieder drei Bereiche, die wir unterteilen können. Als erstes, wenn wir einen Lead gewonnen haben, dann möchten wir den qualifizieren. Wir möchten herausfinden, wie wirklich oder wie wahrscheinlich ist es, dass er auch bei uns kaufen wird. Und wenn ja, was wird er kaufen? Was ist auch das, was für ihn das ist, was er von uns nutzen kann? Das möchten wir herausfinden über Möglichkeiten der Qualifizierung. Dann segmentieren wir die Einzelnen, also wir versuchen sie zu qualifizieren mit Fragen und mit Auswertungen, was sie vornehmen bei uns, segmentieren die, also machen Untergruppen und das machen wir über Listen beziehungsweise Tagging Management. Ich komme auf das in der Serie dann noch zu sprechen. Was ist Tagging? Wie funktioniert das? Wie kann man das anwenden? In einem zweiten Schritt erstellen wir dann Kampagnen. Das Kampagnenmanagement, Funnels ist so ein Begriff oder Customer Journey, die da durchlaufen werden soll. Also wir versuchen dem entsprechenden Lead, der sich bei uns eingetragen hat, der in unserem Laden gewesen ist, wie auch immer, versuchen wir Schritt für Schritt hinzuführen, dass er am Schluss dann bei uns kaufen wird. Das machen wir über Content-Erstellung, Blog, über Zeitungsberichte, über Publi-Reportagen und so weiter. Und das können wir automatisieren, so dass das automatisch ausgeliefert wird und zwar diesem Lead zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, da auch die richtige Information zukommen zu lassen. Und dem Ganzen, das ist dann eben das Lead-Management. Das heißt, wir versuchen, die einzelnen Leads zu nurturen, das heißt zu füttern, ihnen Informationen zu geben, ihnen zu helfen, einen Schritt näher zu kommen zu uns, dass sie dann bei uns auch kaufen werden. Das machen wir über ein Lead-Scoring. Jeder Lead, der irgendwas vorgenommen hat, etwas bestellt hat, ein Muster zum Beispiel, ein Prospekt verlangt hat, bekommt entsprechend zum Beispiel Punkte und wenn eine gewisse Anzahl Punkte erreicht ist, kriegt der Außendienstverkäufer eine Aufgabe in sein To-Do-Liste. Hey, diesen Kunden musst du kontaktieren, der ist jetzt warm, der ist jetzt käufig, wie ich so schön sage, der möchte gerne dieses Produkt kaufen. Und auf der rechten Seite ist dann eben die Vertriebsorganisation. Wir haben Außendienstmitarbeiter, wir haben Verkäufer im Laden, wir haben halt eventuell auch unseren Online-Shop, welches ja in dem Sinne der Verkäufer ist. Mit dem Vorteil 24 Stunden, 7 Tage kann man dort kaufen, was dann bei einem Verkäufer nicht der Fall ist. Nur jedes Produkt kann ich ja auch nicht online verkaufen. Und um das alles zentral verwalten zu können, ist es von Vorteil, wenn man mit einem CRM, mit einem Customer Relationship Management zusammenarbeitet, wo man eben alle Einflüsse, es soll hier zeigen, die ganzen Datensilos, wo überall Daten vorhanden sind, schon jetzt in einer Unternehmung, sehr oft, wenn wir zu einer Firma kommen, die noch kein CRM im Einsatz hat, dann stellen wir fest,
im Outlook vom Verkäufer A, B und C hat es ganz viele Informationen. Im Innendienst-Software, die haben Excel-Listen, wo Informationen gespeichert sind. Der Vertrieb hat sonst noch irgendwelche Ablagen oder elektronische Ablagen, aber nichts ist zusammengefasst und nichts ist daraus dann automatisiert. Und das können wir eben zum Beispiel mit einem Zoho CRM sehr, sehr gut abdecken, weil wir haben ja das Ziel, aus all diesen Informationen am Point of Sale, dort, wo der Kunde kaufen oder der Interessent, der hoffentlich Kunde wird, kaufen kann, dass wir ihm dort genau das Richtige anbieten und er dann eben zu einem Käufer wird, einen Verkaufsabschluss tätigt, welchen wir dann vielleicht für Empfehlungen oder für Feedback wieder nutzen können. Das heißt, dieses Marketing-Cockpit hat sehr viele Punkte, die aufgesetzt sein müssen. Es funktioniert sehr oft auch nur eines davon alleine. Natürlich ist es besser, wenn man das komplett aufgearbeitet hat und so im Einsatz hat. Und dann kann man eben am Schluss das Ganze auch messen, tracken, auswerten und kontrollieren mit dem ganz großen Ziel, dass wir herausfinden, wie viel Werbung muss ich bezahlen, damit hinten x mal das als Profit wieder rauskommt, weil dann kann ich beginnen, hier mehr Werbung zu schalten und kriege am Schluss mehr Umsatz und Profit. Das ist das Marketing-Cockpit für KMUs, welches wir so mit Unternehmen anschauen und beginnen umzusetzen, was braucht es. Jemand, der noch gar nichts so in der Digitalisierung gemacht hat, welcher jetzt hier mit diesen Punkten noch nicht wirklich Berührung gehabt hat, der muss nicht glauben, dass man das innerhalb von 2 oder 3 Tagen aufsetzen kann und dann läuft's, sondern das ist etwas, was mehrere Wochen, Monate dauern wird. Aber das kann man ein um andere dann hinzunehmen und entsprechend nutzen. Hier drin sind natürlich Cloud-basierte Ablagen, hier drin sind Online-Meetings über Teams, über Skype, über Zoho Meeting natürlich auch integriert. Und all das werden wir in dieser Serie jetzt von entsprechend Marketing-Cockpit für KMUs behandeln, anschauen und vertiefen, so dass wenn du für deine Unternehmung, für dein Unternehmen hier das umsetzen möchtest, dass du weißt, worauf musst du achten? Was ist wichtig? Wer hilft mir? Wer erzählt mir hier irgend nur das schöne Blaue vom Himmel und am Schluss kostet es viel Geld? Sondern wie muss ich vorgehen, damit ich online mit digitalem Marketing wirklich auch Erfolg habe und ich meine Prozesse so weit automatisieren kann, dass ich am Schluss auch Kosten und Zeit einsparen kann? Ich freue mich auf die weiteren Videos. Und bin gespannt auf dein Feedback. Wenn Fragen sind, dann einfach in die Kommentare schreiben und uns kontaktieren. Dann können wir auf diese Fragen gerne auch noch eingehen. Ich freue mich auf diese doch umfängliche Serie und bin gespannt. Bis im nächsten Video. Dein Toshi von Marketing Autopilot.